Moin ihr Lieben. In meinem letzten Video zur Herstellung von Birkenpech hatte ich ja schon angekündigt, dass ich wohl nochmal ein Video mit Literaturtipps für das Jahr 2018 mache. Ich wollte es eigentlich ein bisschen eher tun, war aber gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Ich glaube, man hört es auch noch etwas. Jetzt geht es mir wieder besser. Und nun möchte ich euch natürlich auch das Video nicht vorenthalten, beziehungsweise die schönen Bücher, die ich hier rausgesucht habe. Deswegen gibt es diesmal auch nur einen heißen Becher Tee und keinen schönen Rotwein. Oh, der ist wirklich noch warm. Damit ich ein bisschen bei Stimme bleibe. Ja, fangen wir auch mal an. Buchmalerei verstehen. Ich blende euch hier nochmal das Cover ein. Das ist ein Buch, ich habe es selber nur angelesen, muss ich gestehen. Meine Frau, die beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Kalligraphie und auch mittelalterliche Schriften und hat sich dieses Werk hier zugelegt, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Das Buch ist von Norbert Wolf, der ist promovierter Kunsthistoriker, hat auch schon einiges zum Thema mittelalterliche Handschriften veröffentlicht. Und in diesem Buch geht es um ein Panorama, kann man so sagen. 4. bis 5. Jahrhundert etwa geht es los, bis ins frühe 16. Jahrhundert, also auch die Zeit, in der wir allgemein das Mittelalter verorten. Was mir besonders an diesem Buch gefällt, ist, dass man auch einmal schön auf die Materialien eingeht, die verwendet werden, die einzelnen Tintenrezepte, welche Pergamente, welche Papiere wurden verwendet und so weiter und so fort. Ich bin leider noch nicht weitergekommen, aber meine Frau hat mir versichert, ist ein gutes Buch, hat für sie wenig Fragen offen gelassen. Ist sicherlich nichts für den Experten, aber wenn man da einen Einstieg möchte in dieses Thema, bestimmt sehr gut. Hat 224 Seiten, ist im Primus Verlag erschienen, 2014 in der ersten Auflage. Und es sind natürlich auch viele schöne Abbildungen drin. Ne? Ich schaue mal eben, ob ich jetzt auf die Schnelle etwas finde. Natürlich nicht. Aber ihr findet hier auch ein paar sehr schöne Abbildungen zum Thema Handschriften. Also von der karolingischen Minuskel oder der merowingischen Minuskel bis hin zur spätmittelalterlichen Frakturschrift ist hier alles enthalten. Aber ich habe gerade gesehen, ich kann meine Notizen, die da hinten drauf stehen, kaum lesen. Deswegen, ich muss jetzt doch mal wieder meine Brille aufsetzen. Ich habe es ohne versucht, aber also diesmal etwas Modernes. Bitte seht es mir nach. So, und dann bleiben wir gleich beim Thema, das leuchtende Mittelalter. Insgesamt 14 Autoren, französische Autoren vornehmlich, haben daran gearbeitet. Herausgeber ist der Jacques Dallaron, der in Rom auch ein entsprechendes Institut leitet, sich dort also mit mittelalterlichen Handschriften beschäftigt. Sehr schön abgelichtet sind hier die einzelnen Bestandteile, ob es die Initiale sind, die Randstreifen, die Miniaturen. Also es ist eine wahre Freude, dieses Buch anzuschauen, aber man bekommt auch eine ganze Menge Info und das fand ich sehr schön. Es ist einem durchaus klar, wie arbeitsaufwendig ein mittelalterliches Buch in der Herstellung war, aber wie viele Menschen überhaupt beteiligt waren, das führt man sich selten vor Augen. Da ist natürlich der Bauer bzw. der Schäfer, der erst einmal die Tiere züchten muss, damit man an die Pergamente herankommt. Der Gerber, der das Ganze dann aufbereitet. Dann an der Buchherstellung selbst ist ja nicht nur der Schreiber beteiligt. Es gab extra Menschen, die sich erst einmal um die Einteilung des Buches gekümmert haben. Es gab die Kopisten, die sich rein um den Text gekümmert haben. Es gab die Miniaturenmaler und so weiter und so fort. Und es gab eine Qualitätskontrolle. Also eine ganze Menge Menschen, die dafür verantwortlich waren, dass diese schönen Handschriften entstehen konnten. Das Buch hat 304 Seiten, ist eine Sonderausgabe aus dem Jahr 2017, also die zweite Auflage, und ist im Theiss Verlag erschienen. Darin sind, ich
kann es einmal zeigen, auch dann so schöne Sachen hier wie die Vorhölle der Kinder. Da könnt ihr euren Kurzen noch mal ein bisschen Angst machen. Man hat ja damals geglaubt, wenn Kinder geboren und nicht getauft worden sind und dann gleich verstarben, dass sie dann in die Hölle kamen. Oder hier auch so schöne Arbeitsszenen, hier der Bauer, der mit seiner Frau das Getreide aussät. Man hat hier eben mal auch diese Miniaturzeichnungen, die sich ja oftmals am Rand nur befinden und auch in den elektronischen Ausgaben schwer zu sehen sind, sehr schön abfotografiert. Insgesamt ein tolles Buch, schöne Bilder, eine ganze Menge Info, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also nicht nur, wenn man sich für Schriften interessiert, sondern es ist ja in diesen Schriften auch immer eine Menge Alltagsleben abgebildet. So, dann ein Thema. Burgen. Das Buch habe ich gefunden auf der vorletzten oder letzten Buchmesse in Leipzig. Ich habe mich mit dem Thema Burgen, muss ich ehrlich sagen, so gut wie gar nicht befasst. Ich habe natürlich schon eine Menge Burgen besichtigt, fand das auch ganz spannend, aber mir mal ein Buch darüber zu kaufen, das kam mir nicht in den Sinn, einfach weil ich Burgen immer sehr viel mit Wehrtechnik assoziiert habe. Und Wehrtechnik, das ist etwas, das interessiert mich jetzt nicht so brennend. Ich bin ja immer eher der Handwerker. Deswegen war für mich dieses Buch ganz gut. Ich habe einen schönen Überblick bekommen, nicht nur über die Architektur, sondern auch über das Alltagsleben. Und das hat ja die meiste Zeit auf einer Burg stattgefunden. Man ist ja nicht ständig belagert worden. Das fand ich ganz spannend. Natürlich auch die Entstehung der Burgen, viel zum Handwerk, viel zu den Werkzeugen, die verwendet wurden, Bauzeiten und natürlich auch der Wandel der Burg durch die Jahrhunderte. Da hat ja durchaus eine ganze Menge stattgefunden. Und das wird hier gut abgehandelt. Das Buch ist von Ulrich Großmann und Anja Grebe, sind beides renommierte Burgenforscher und hat 288 Seiten, ist im Palm Verlag erschienen, 2016 in der ersten Auflage. Noch einmal eine kurze Randbemerkung, ich hätte es fast vergessen, diese Bücher, die ich hier vorstelle, ich habe natürlich keinerlei finanzielle Vorteile dadurch. Ich bin weder mit den Verlagen verbandelt noch mit den Autoren. Das sind einfach Bücher, die ich mir gekauft habe irgendwann, die ich in diesem Jahr dann vielleicht auch erst gelesen habe, die mich begeistert haben und die ich euch deshalb vorstellen möchte. Also wie gesagt, das ist kein kommerzieller Kanal. Ihr kennt das hier, aber nur um da etwaige Missverständnisse auszuräumen. Dann kommen wir hier zu einem meiner Lieblingsthemen. Wie ihr alle wisst, ich bin begeisterter mittelalterlicher Handwerker und da konnte ich natürlich an diesem Buch Handwerk im Mittelalter nicht vorbeigehen. Auch insgesamt eine ganze Menge Autoren, 11 Stück an der Zahl, Volkskundler, Archäologen, Kunsthistoriker, herausgegeben wurde das Ganze von der Christine Sauer und nimmt sehr viel Bezug auf die Nürnberger Hausbücher. Wenn euch die 12-Brüder-Stiftung nicht sagt, dann googelt das mal. Da gibt es viel Informationen. Das war ein Stift, ein alten Stift, kann man durchaus auch so sagen, wo sich mittelalterliche verarmte Handwerker trafen bzw. Unterschlupf gefunden haben. Man musste, ich glaube, das Vaterunser aufsagen können und das Glaubensbekenntnis fehlerfrei, dann bekam man dort ein Plätzchen. Die haben sich alle einheitlich gekleidet, wer konnte, hat noch ein bisschen was gearbeitet. Und was aber das Schöne war, ist, dass die Stammbesatzung quasi, die Mönche dort, nicht nur verzeichnet haben, wer unterkam, sondern auch die jeweiligen Berufe aufgemalt haben. Oftmals auch nur nach Erzählungen der Handwerker. Aber es gab dann auch so schöne Dinge, der Kartenmacher, ein eigenständiger Beruf. Ich schaue mal, ob ihr das hier so erkennen könnt.
die, wer nicht weiß, was das ist, wenn Wolle kadiert, also fein durchgekämmt wird, macht man das ja heute mit so zwei Holzbrettchen mit ganz vielen feinen Nadeln drin oder Nägelchen. Sowas gab es früher nicht. Da hat man Holzgestelle gehabt, auf die Disteln gebunden wurden, Distelköpfe, und hat damit die Wolle kadiert. Das hat der Kadenmacher hergestellt. Es gibt noch eine ganze Menge Informationen zu den einzelnen Berufen. Der Holzschuhmacher zum Beispiel, also der natürlich keine Holzschuhe hergestellt hat, sondern Trippen. Dann die üblichen Berufe, der Koch, der Bäcker, der Schmied, der Töpfer und so weiter und so fort. Viel zum Zusammenleben, zu den Ständen, zu den Berufen. Insgesamt ein tolles Buch als Ergänzung zur eigenen Recherche über die Zwölf-Brüder-Stiftung. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Hat 176 Seiten, ist im Primus Verlag erschienen. 2012 in der ersten Auflage. Ich glaube, es gibt auch nur diese eine Auflage bis jetzt, aber fand ich ganz toll. So, jetzt kommen wir zu einem, so einem Prachtschinken. Hat auch ziemliches Gewicht. Das Buch haben mir meine guten und lieben Freunde Michael und Ulrike von Volkelin besorgt, Mittelalter in Köln. Hier wird gezeigt ein Auszug aus den Beständen des Kölnischen Stadtmuseums. Auch eine ganze Menge Autoren, nur drei Stück, Entschuldigung, Werner Schäfke, Markus Trier und Bettina Mosler. Natürlich auch wieder ganz viel Info zu den einzelnen Exponaten. Was mich aber besonders begeistert hat, ihr wisst alle, woran erkennt man den Reenactor im Museum. Das sind die Leute, die unter den Vitrinen liegen und hinter den Vitrinen sich herumdrücken, um die Stücke auch nochmal von hinten ablichten zu können. Hier habt ihr so etwas dann schön großformatig abgelichtet in ganz hervorragendem Licht. Auch das ist ja oftmals ein Problem im Museum, dass man eben ganz schlechte Lichtverhältnisse hat. Ich schaue mal gerade hier, genau, auch solche Münzen findet man hier sehr großformatig, sehr schön abgelichtet. Es sind hier kleine Beutelchen zu sehen. Ich schaue mal, ob ich das gerade finde, was man, genau, auch hier sehr, sehr schön und großformatig. Man kann die einzelnen Nadelstiche erkennen, man kann die Maschen erkennen. Also durchaus auch ein Buch, das man benutzen kann, um dann Repliken zu fertigen. Sehr schön, ziemlich schwer. Ich muss es mal aus der Hand legen. Oder ich setze es mal hier so ab. Es hat 360 Seiten, ist im Emons Verlag erschienen. 2010 in der ersten Auflage. Super, super gut. Vielen Dank nochmal an Michael und Ulrike, dass ihr mir dieses Buch besorgt habt. So, und dann, das fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, sowohl von der Seitenzahl als auch von der Aufmachung, so ein kleines Heftchen zur städtischen Wurstbrake im hansischen Raum. Ja, wie kommt man zu sowas? Meine Frau und ich, wir waren vor einigen Wochen wieder in Lübeck im Hanse-Museum zum zweiten Mal. Ich finde das immer wieder toll. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, wenn ihr in Norddeutschland seid oder in Norddeutschland wohnt, fahrt einmal nach Lübeck zum Hanse-Museum. Wer sich fürs Mittelalter interessiert und speziell auch für die Hanse, wird dort fündig. Es gibt irre viel Wissen, das man nicht mitnehmen muss, aber es ist gut aufbereitet, auch zu Handelsformen, Treuhandgeschäften und was es so alles gab, die einzelnen Beziehungen, wie hat man überhaupt Geschäfte abgeschlossen in weit entfernten Ortschaften und so weiter und so fort. Und es hing dort eben auch eine lübeckische Bursbrake. Was ist so eine Bursbrake? Eine Bursbrake ist sowohl die Versammlung an sich von Bürgern, gemeinsam mit dem Rat, oftmals auf einem großen Platz, als auch die Textaufzeichnung. Man muss sich vorstellen, die Menschen konnten kaum lesen, sehr wenige.
Rechnen musste man natürlich können, sonst wurde man übers Ohr gehauen, aber mit dem Lesen haperte es dann. Ja, nun gab es ja aber Gebote, Verbote, Erlasse und allgemeine Bedingungen fürs Zusammenleben. Das musste man irgendwie auf die Reihe bekommen. Und ganz oft hat dann der Rat gemeinsam auch mit den Bürgern, das wird sehr oft formuliert, eine Bußbrake verfasst, die dann jährlich einmal, mehrmals, auch wechselnde Bußbraken verlesen wurden. Da konnte zum Beispiel verfügt sein, dass sich junge Männer, die ohne Arbeit waren und ohne Beziehung, zur Ernte herangezogen werden konnten, zum Beispiel. So, und das findet sich in diesem kleinen Heftchen. Das hat 22 Seiten, ist von 1956, antiquarisch bekommt es vielleicht noch. Ja, und dann habe ich gerade gestern etwas sehr Schönes gefunden, und zwar ein Faksimile dieser lübeckischen Bußbrake. Habe ich recht günstig geschossen und ich hoffe, es kommt in den nächsten Tagen. Dann muss ich mal schauen, ob ich es noch transkribieren muss oder ob ich schon eine Transkription mitgeliefert bekomme. Ich snack gern beiden platt und dann werde ich mal versuchen, einen zum Besten zu geben und euch mal das Niederdeutsch zu Gehör zu bringen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, habt vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Ich fand die Bücher ganz toll, deswegen habe ich sie vorgestellt. Es gibt eine Menge zu gucken, es gibt eine Menge zu lesen. Und so kommt ihr ein bisschen durch die dunklen Tage. Dann sage ich, bleibt gesund, bleibt mir gewogen und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Tschüss.